Ja, Mom und Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute mit der Nurse unterwegs und haben ein Randomizer-Setup, beständig Groupie, monströser Schrein und den Fluch Vergeltung. Diese Runde ist noch aus dem Chaos-Shuffle, ihr erinnert euch wahrscheinlich noch dran, mega nicer Modus gewesen. Und wie ihr ja wahrscheinlich auch schon wisst, Ende des Monats, jetzt ist ja September, da wird uns Chaos-Shuffle noch einmal wieder hier begleiten. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, Leute, weil das wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, wenn alle Leute mit Random-Perks und so weiter gespielt haben. Sehr, sehr coole Erfahrung gewesen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt aber einfach direkt rein. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Krankenschwester. Let's go! So, dann wollen wir mal gucken, was machen meine Fähigkeiten. Beständig ist Wayne. Groupie ist ganz nice. Da ist jemand. Rennt nach rechts hier rüber. Schade. Okay, zweimal. Ganz nice geblinkt, würde ich sagen. Taschenlampen Gaming, jo. Gehen ihr auch ein bisschen entgegen. Oh, nice. Hier bleiben. Ne, sie rennt. Dann teleporten wir hinterher, würde ich sagen. Ah! Ich habe mich ein bisschen zu spät, glaube ich, dazu entschieden, den Hit rauszudrücken. Da hätte ich den besser erwischt. Na, guck mal, da ist sie ja. Ja, die kommen freiwillig zurück. Nee, ich lade auf. Noch jemand da unten? Hol ich mir. Let's go! Digga, das ist schon die Hausaufgabe fertig, Alter. Die Slugging Games wurden eröffnet, Leute. So sieht's nämlich aus. Krankenschwester ist nämlich ziemlich schwacher Killer, da kann man auch mal sich was gönnen, finde ich. So, Haken. Hallo. Wollen die zur Ada, ist die Frage. Antwort ist ja. Tausch du halt mit Ada die Position und du kommst an Haken. Können wir auch machen. Kein Problem. Ich habe euch doch alle gleich lieb, liebe Survivor. Sie ist umgedreht, okay. Das heißt, da wurde schon mal geholfen. Nächster Haken soll ihm gehören. Da hinten rennt jemand. Hol mir den zweiten wieder. Ah, rennt weiter. Schade. Nicht mehr gesehen, wo sie hin ist. Kann sein, dass sie runtergesprungen ist oder so. Ah, vielleicht ist sie auch zu dem. Ah, sie ist runtergesprungen. Okay. Wollte gerade sagen, vielleicht ist sie auch zu dem Generator noch unten gegangen. Wurde gerettet. Machen wir uns mal direkt ready hier. Den nächsten zu snibbeln. Ah, schade. Oh, okay. Der hat einen Insta-Heal reingenommen. Den gehen wir jetzt nicht. Ach, scheiße. Ich habe gesagt, auf den gehen wir nicht. Na ja, gut, jetzt liegt er. Der andere ist aber hier neben mir. Na, siehst du wohl. Dann kommst du an Haken. Rechts kommt jemand. Ja.
Danke für den Gratis-Hit. Oh, die hat immer richtig Bock, wa? Okay. Na, guck mal, hat der Typ, der getunnelt wurde, sogar nochmal Glück gehabt. Glück im Unglück, Leute. Alter, ich hab den Rasierer ausgepackt, ne? Die Survivor werden morgen auf jeden Fall Rasurbrand haben, ey. Hoffe, ihr habt Aftershave eingepackt. Ach, schon eine wilde Runde hier. Den kriegen wir sogar auch noch. Da wurde nicht aufgesammelt. Oh, okay. Warum auch immer du jetzt Unbreakable genutzt hast. Dankeschön, nehme ich. So, da wird gerettet. Wir porten natürlich direkt wieder rüber. Alter, die Ports sind halt heute auch einfach irgendwie on point. Ich habe keine Ahnung, was los ist mit mir. Die schon wieder. Was ist ihr Problem? Ich glaube, die hat Todessehnsucht. Boah, Jackelson, das werde ich dir jetzt nicht vorlesen. Das will ich nicht im YouTube-Video haben, ey. Das hat ja auch schon gemein. Aber auch lustig, muss ich sagen. Aber ich finde, solche Jokes sind meistens lustiger, wenn die Person da ist. Sonst kommt das so wie Lästern rüber, weißt du? Ah, schade. Aber heute hat auch zu viel. Heute hat auch schon zu viel geklappt. Hier rennt jemand. Muss ich den Generator einmal kurz zurücksetzen, ihr Lieber? Sicher, sicher oder so? Ah ja, hier ist noch eine zweite Person gewesen, siehst du wohl. Das ist Wong wieder. Hey da! Gib Taschenlampe, bitte! So, Haken Gaming hier in dem Raum. Ja, let's go. Ist auch wieder ein Scourgy-Murgy. Du siehst mich beim Sally Main. Ich meine, guck mal, die Sache ist, wenn man einfach ein bisschen übt, wird man natürlich auch immer besser, ne? Also, ich sag mal, so wie die Runde jetzt hier gerade läuft, da kann ich natürlich mehr als zufrieden sein. Dafür, dass ich halt die Krankenschwester wirklich selten spiele, sitzen die Blinks halt einfach, ne? Und wir haben da schon ziemlich... ziemlich krass die Survivor wegrasiert. Wir haben aber auch rigoros gespielt, ne? Wir haben auch gesagt, wir haben the game geschmissen, dann geben wir einfach Gas. So viel Gas wir halt eben geben können. Also ich denke, das geht klar. So, die eine hat aufgegeben. Aber bei der Ada hat leider gar nichts funktioniert, ne? Weder das Blenden, noch das Juken. Ah, schade. Da war sie direkt die Luke bekommen. Ja, GG. Dann kann sie die Geschichte der Krankenschwester weitererzählen. Crazy Runde, da. Der Nöde-Enjoyer einfach am Start gewesen, da. Das war schon wild. Es war ein Insta-Heal. Dann hätte ich auf ihn gehen können. Ich dachte, das wäre, ein Dingens gewesen. Hier, so ein blaues, lilanes. Decent Nurse, sowas Nettes hat noch nie jemand zu mir gesagt. Für andere Leute wäre es wahrscheinlich eine Beleidigung, für mich ist das ein Lob. Ach ja. GG, Hausaufgabe fertig, auch richtig schnell sogar fertig gehabt. Und ja, ich notiere das einfach mal. Decent Nurse, Leute, das schreibe ich mir natürlich direkt in mein Tagebuch. Sowas Schönes hat noch nie jemand zu mir gesagt. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls es so ist, dann lasst doch auf jeden Fall gerne ein Like und einen Kommentar da. Dankeschön auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Und Dankeschön natürlich auch an unsere Jugendstilfee. Vielen, vielen Dank für den krassen Support hier im Kanal. Und wenn ihr mögt, Leute, sehen wir uns bereits im nächsten Video wieder. Macht ihr euch noch einen schönen Tag. Haut da rein. Ciao, ciao.